Hallo, mein Name ist Harald, ich bin Wikipedia-Autor und ich werde euch jetzt zeigen, wie man in Wikipedia mit anderen Benutzern diskutiert. Unter dem Reiter Diskussion können die anderen Benutzer öffentlich Nachrichten zukommen lassen. Zum Beispiel können sie dir öffentlich danken für einen Artikel oder eine Bearbeitung. Sie können dich um Hilfe bitten oder sie können dir selber eine Hilfestellung geben. So, das hier ist meine Benutzerseite. Der Name ist Benutzer-Diskussionsheld. Wenn ich hier auf diesen Reiter gehe, neben Benutzerseite, komme ich auf meine Artikel-Diskussion. Hier bin ich auch schon begrüßt worden von der Benutzerin Neue Artikelheldin. Und jetzt möchte ich mal mit der diskutieren auf ihrer Diskussionsseite. Klicke ich Diskussion an. Jetzt habe ich hier die Diskussionsseite des Benutzers Neuer Artikelheldin. Ich klicke hier auf den Reiter Abschnitt hinzufügen, schreibe hier einen Betreff rein. Ich nenne es einfach mal Frage zu Quietscheentchen. Das ist die Überschrift. Hier unten kommt der Text meiner Frage rein. Und zum Abschluss meiner Frage klicke ich auf diesen Button. Dann wird automatisch meine Unterschrift eingefügt. Ich gehe jetzt nach unten auf Änderungen speichern. Dann schaue ich mir mal meine Unterschrift an. Hier sehe ich einen Link auf meine Benutzerseite. In der Klammer ist ein Link auf meine Diskussionsseite. Nach der Klammer ein Zeitstempel mit dem Datum, wann ich diese Frage abgespeichert habe. Nicht nur jeder Benutzer hat eine Diskussionsseite, sondern auch jeder Artikel hat eine eigene Diskussionsseite. Dort diskutieren wir Wikipedianer, was an dem Artikel noch fehlt. Zum Beispiel Inhalte, Bilder, Quellen oder ob etwas Falsches noch verbessert werden könnte. Ich zeige euch jetzt am Artikel Quietscheentchen, wie man an so einer Diskussion teilnimmt. Hier oben steht Artikel und da ist der zweite Reiter, der heißt Diskussion. Da klicke ich jetzt drauf. Hier sieht man schon, es gibt 7 verschiedene Diskussionen. Hier sehen wir einen Benutzernamen und dahinter, wann hat er diese Diskussion gestartet. Wenn ein Benutzer nicht angemeldet war, wie hier, dann sieht man seine IP-Adresse. Hier sehen wir zum Beispiel, wie Bilder diskutiert werden. So, im letzten Abschnitt geht es um den Artikeltitel. Warum darf der arme Artikel nicht unter der gängigen Bezeichnung Gummiente stehen? Bevor du dich jetzt in die Diskussion stürzt, habe ich noch ein paar Tipps und eine Bitte an dich. Sei immer freundlich und hilfsbereit, behandle andere so, wie du auch behandelt werden möchtest. Bedenke, bei schriftlicher Online-Kommunikation kann ich dein Gegenüber nicht sehen und deswegen kommt es leichter zu Missverständnissen. Geh also immer von guten Absichten aus und frag lieber nochmal nach, wenn etwas missverständlich ist. Bleib immer neutral und geduldig. Denn es geht ja nicht darum, seine eigene Meinung durchzusetzen, sondern die beste mögliche Lösung für den Wikipedia-Artikel zu finden. Ich klicke jetzt hier auf Quelltext bearbeiten und dann scrolle ich nach unten, um meinen Beitrag unten anzuhängen. Ich füge jetzt einen Doppelpunkt mehr ein. Ein Doppelpunkt ist für eine Einrückung, ein Doppelpunkt mehr als der Beitrag zuvor, auf den ich antworte. Dann schreibe ich meinen Text als Antwort und dann füge ich wieder meine Signatur hinzu. Dann gehe ich wieder auf Änderungen speichern und jetzt ist mein Diskussionsbeitrag öffentlich. So, jetzt weißt du, wie man in Wikipedia auf Benutzerdiskussionsseiten diskutiert, auf Artikeldiskussionsseiten diskutiert, wie man eine Diskussion eröffnet oder sich an einer schon bestehenden Diskussion beteiligt. Viel Spaß!